Ja, herzlich willkommen Borderlands 2. Ja, oh, mein Fernseher ist hier wieder total schief. Geben wir die Mission ab. Tut mir leid. Und dann machen wir weiter mit der Mission. Weil langsam muss die Story auch mal beendet werden. Hallo. Und? Was jetzt? Ja, irgendwer muss sich um all diese neuen Kammern kümmern. Meins? Du kannst nicht für hunderte von Kammern meins sagen. Sagst du? Was denkst du, Lel? Bevor wir uns diese Kammern ansehen, haben wir noch einiges zu tun. Sanctuary braucht einen neuen Schild. Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen begraben werden. Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich verstehe. Was denkst du, Brick? Ich dachte, ich hätte schon gesagt, zu, dass ich die Kammer Hyperion jagen hat die besten Sniper-Rifles, falls du auf so verstehst. Wäre schon witzig, Jack mit einer seiner eigenen Waffen die Rübe wegzublasen. Gut gemacht. Ohne diesen Schwätzer, der jeden Tag Lügen verbreitet, wird unser Leben bestimmt schöner. Ja, genau. Klar. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht. Echt. Warum ist Jack tot? Aber ist egal. Roland? Tot? Oh. Wir waren nicht auf deiner Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Wow. Ich brauche langsam auch mal wieder einen neuen Controller, der ist langsam am Arsch. Ich habe Hunger. Jack hat Roland getötet? Verdammt! Er hat mir mit Mr. Shank geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt! Sind das etwa Tränen? Du kannst ebenso gut gleich aufgehen. Ja, halt mal den Mund. Ich sag dir, Mann, ich werd nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann, jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Jo. Ey, warum liegen die vier eigentlich nicht mehr hier? Hey ho, ich komme fast an die 10.000 Gesundheit ran. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Zu viele Leute, die am Reden sind. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht, festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Ja, super. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle, denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Tut mir leid. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an.
Scheiße auflade. Aber einer muss das ihnen sagen. Ich habe den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echo-Gerät geschickt. Wenn jemand bekommen soll, wo bist du? Ist, da. Dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Wuhu. Mensch. Zu übereifrig. Und da sind nur Pistolen drin. Das ist doch zum Kotzen. Ja, kannst du alles wieder behalten. Du saßt gerade noch da. Alter. Entscheid dich. Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Finde Jack. Töte Jack. Ja. Optional. Wo war das? Nein. Ich gehe mal da. Ja, da war's. Schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe im Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Warum habe ich schon zwei aufgenommen? Aber, naja. Achso. Ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Eklig, dieser Slag. Plumpe Chemikalie. Fügt mehr Schaden zu. Kampf beginnt.
sind Mitarbeiter durch Angels Funktionsstörungen verloren. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwunden... Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Würgt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Würgen tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist erdrosseln der treffende Begriff. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann, die Drinks gehen auf Handsome Jack. Oh, Mann. Aber Mr. Tacitor, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht. Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tacitor, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen würgen und erdrosseln? Ja. Ich such mal wieder einen Weg. Ja, oh Mann. Oh ja, wenn ich jetzt noch öfter irgendwo gegen Renne fahre, dann laufe ich nur noch, ist mir scheißegal. Geschlägt. Dieser Slag, plumpe Chemikalie, fügt mehr Schaden zu. Ja. Oder es war, glaube ich, da, wo ich hin musste, aber...
Ist ja auch egal. Ich mach mich unsichtbar. Assassins sterben nie. Wenn ich je Zweifel hatte, dass Jack sterben muss, jetzt nicht mehr. Verdammte Kacke, wo sind diese Scheiß... Wo ist die Scheißmission? Geschlagen. Doch eine Mission sein. Von diesem Planeten runter, brauche Versorgungstransmitter, einen Lunar-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen, sie nennen sich meine Freunde, sind sie nicht? Bitte hol ihn! Ja, ist klar. Oh Mann. Mensch. Komm, mach ich die Mission da. Ah. Irgendwann muss ich die ja auch machen. Aber ich frag mich, warum jetzt... Sieht ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Ja. Jetzt wo die Flagge an. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist. Zweit. Ja. Ein Slab will seine Flagge über unserem Gebiet hissen. Macht ihn fertig!